Die Kommunistische Partei Chinas hat das US-Konsulat in Chengdu geschlossen, als Zeichen der Vergeltung gegen die USA. Aber Beamte in China haben ihre eigenen, anderen Verbindungen zu den USA. Einige scheinen in China das Geld zu verdienen, um es dann in den USA auszugeben. Kürzlich wurde Yang Chengling, ehemaliger Vorsitzender der Bank der Inneren Mongolei, verurteilt. Er hatte 86 Millionen Dollar an öffentlichen Geldern und Bestechungsgeldern veruntreut. Aufgrund der zunehmend angespannten Beziehungen zwischen den USA und China erregte insbesondere eine seiner Straftaten öffentliche Aufmerksamkeit. Yang verlangte Bestechungsgelder in Höhe von 7 Millionen Dollar, um das Haus seines Sohnes in den USA zu renovieren. Außerdem brachte er seine Familie in die USA und gab an, sogenannte Amtspflichten erfüllen zu müssen. Während seiner Reise kaufte er eine Pferdeskulptur aus Bronze und Produkte aus Mammutelfenbein im Wert von mehr als 500.000 US-Dollar. Anschließend ließ er sich das Geld von seiner Bank in China erstatten. Und zu einer weniger bekannten Verbindung zwischen China und dem US-Bildungssystem. Die Tochter des kommunistischen Parteichefs Xi Jinping ist Absolventin der Harvard-Universität. Laut einem Bericht von Voice of America bestätigte ein Harvard-Professor, dass Xis Tochter 2014 ihren Abschluss gemacht hat. Es ist jedoch nicht bekannt, ob sie derzeit in China oder in den USA lebt. Und eine weitere ähnliche Situation. Der ehemalige Sprecher des chinesischen Außenministeriums Geng Shuang wurde Anfang des Monats stellvertretender ständiger Vertreter Chinas in den Vereinten Nationen. Und nach Angaben chinesischsprachiger Medien im Ausland hatte er eine Tochter, die in New York zur Schule geht. Während seiner Zeit als Sprecher des Außenministeriums prangerte er täglich die Vereinigten Staaten an. Ein Netizen kritisierte ihn online im sarkastischen Ton. Shuangs Tochter solle in China bleiben, um eine authentische kommunistische Ausbildung zu erhalten. Er stellte die ironische Frage, warum das Kind in die USA gekommen sei, um die sogenannte Korruption der Bösen und die dekadente kapitalistische Bildung zu akzeptieren.